Podcast 178. En esta lección hablamos del futuro perfecto, futuro compuesto, futura zwei. Hemos visto ya algunas formas verbales compuestas. Wir haben schon einige zusammengesetzte Verbzeit. Por ejemplo, el perfecto, he comido, y el pluscuamperfecto, había comido. Los dos, perfecto y pluscuamperfecto, los formamos con el verbo auxiliar haber. Hilfsverb ist haber. Immer für diese zusammengesetzte Zeit. Und dieses haber steht in der jeweiligen Form. Wenn ich vom pluscuamperfekt rede, dann steht haber im pluscuamperfekt. Und dann kommt immer dazu das Partizip. Das Partizip ist diese Form für die Verben auf ar, mit ado am Ende, hablar, hablado, für die Verben auf er und i, ido. Also es ist immer dasselbe Prinzip bei diesen zusammengesetzten Zeiten. Ja? Immer aber als Hilfsverb in der jeweiligen Zeit und immer gleich Partizip. En las formas compuestas, lo que cambiamos es la forma del verbo auxiliar. Lo demás es siempre igual. Was es sich ändert, ist immer diese Form, diese Zeit von haber, von dem Hilfsverb. Der Rest bleibt gleich. Ja, das ist wichtig, dass wir das wissen, weil es gibt mehrere zusammengesetzte Zeiten auf Spanisch. Und wenn wir dieses Prinzip kennen, dann ist es viel einfacher. Muy bien. Pues vamos a ver hoy las formas del futuro perfecto. Ich möchte hier diese futuro also über dieses Futuro Perfecto sprechen, weil ich es einfacher finde, wenn jemand schon Futur gelernt hat, dass man dazu die zusammengesetzte Form lernt. Ja? Als wenn man sagt, okay, jetzt lerne ich nur Futur und dann vielleicht in 6 Monate, 8 Monate, no, ein bisschen weiter, schon die zusammengesetzte Form. Ja, aber dann muss man wieder zurück zu Futur 1, ja, und ich finde es besser, effektiver, wenn man die zusammen lernt. Ja. Gut, deswegen. Muy bien, vamos con las formas del futuro perfecto. Ja. Da brauchen wir Futur von haber, haben wir gerade gesagt, no, von Hilfsverb, von haber, Futur und Participio, Partizip. Haber, yo habré. Tú habrás, él habrá, nosotros habremos, vosotros habréis, ellos habrán. Si conocéis las formas del futuro, no tenéis problema. Y después, el participio, los verbos en ar, con ado, hablado, cantado, los verbos en er y en ir, con ido, bebido, vendido, vivido, etc. Ejemplos. Mañana ya habrá llegado el paquete. Morgen wird das Paket schon angekommen sein. Angekommen sein, ja? Und mit wird, also Futur 2, wird angekommen sein. Mañana ya habrá llegado el paquete. Antes de irme de vacaciones, habré terminado el encargo. Bevor ich in den Urlaub fahre, werde ich den Auftrag erledigt haben. Terminar el encargo. El encargo es einen Auftrag. Bevor ich in den Urlaub fahre, werde ich den Auftrag erledigt haben. Antes de irme de vacaciones, habré terminado. Haber in Zukunft und dann Partizip. Habré terminado el encargo. ¿Sí? Also, allgemein, der Gebrauch vom Futur 2 ist auf Spanisch so wie auf Deutsch. Ja, es gibt nur ein paar Unterschiede, aber allgemein ist das gleich. Was mich jetzt interessiert, vor allem, weil das ist der Gebrauch, den wir am meisten benutzen auf Spanisch, ist dieser Gebrauch vom Futur als Vermutung. Ja, wir haben bei Futur Simple schon gesehen und geübt, ich kann mit Futur Simple über eine Annahme, eine Vermutung für die Gegenwart. Un futuro simple, podemos usarlo en español para una suposición en el presente. ¿Dónde estará Carlos? ¿Dónde estará Carlos? Wo wird, ¿no? Wo Carlos sein? Futuro simple en español. ¿Qué estará haciendo Elena?
Was wird wohl Elena gerade machen? ¿No? Oder was wird die wohl jetzt machen? ¿Qué estará haciendo Elena? ¿Qué pasará aquí? Was geschieht hier? ¿Qué pasará? ¿Ja? Ich frage nicht, ¿qué pasa? Sondern, ¿qué pasará? ¿No? Ich weiß es nicht. ¿No? ¿Qué pasará? ¿Por qué habrá tanta gente? Warum sind so viele Leute hier? ¿Por qué habrá tanta gente? Suposición en presente, futuro simple. Suposición en el pasado, futuro perfecto. Logisch, oder? Ja, eine gewisse Logik ist dabei, oder? Also, suposición en el presente, futuro simple. Suposición en el pasado, futuro perfecto. Por ejemplo, wo wird wohl Carlos gewesen sein? Oben hatten wir, wo wird wohl Carlos sein? Und hier haben wir, wo wird wohl Carlos gewesen sein? En español, ¿dónde habrá estado Carlos? ¿Dónde habrá estado Carlos? No, ich frage mich, no, ich weiß, ¿dónde habrá estado Carlos? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Was wird wohl geschehen haben? ¿Qué habrá pasado? ¿A dónde habrán ido tus amigos? ¿A dónde habrán ido tus amigos? ¿Wo sind wohl deine Freunde gegangen? ¿A dónde habrán ido tus amigos? Wenn ich diese Frage stelle, ja, dann gehe ich davon aus, dass die andere Person auch nicht genau weiß, ne, wo die Freunde gegangen sind. Wahrscheinlich hat er eine Vermutung, eine Ahnung, no? Aber wenn ich frage, dónde, a dónde han ido tus amigos, in presens, normal, in perfect, Entschuldigung, normal, ne? A dónde han ido tus amigos, dann gehe ich davon aus, dass die Person mir eine klare Antwort geben kann, dass er weiß, wo die Freunde gegangen sind. No? Aber wenn ich frage, a dónde habrán ido tus amigos, no? Dann frage ich nach einer Vermutung, was denkst du, no? Was denkst du? Ya lo he dicho con el futuro simple, ich habe schon bei Futur 1 gesagt, ya lo he dicho en el futuro simple, esta forma de suposición con el futuro la usamos mucho, muchísimo en español, ¿ya? Se usa mucho. Deswegen ist mir ein Anliegen, über diese Vermutung mit Zukunft zu sprechen, weil das wird sehr, sehr oft benutzt. ¿Ya? Und ich glaube, das kann Ihnen helfen, besser zu verstehen, wenn Sie solche Sätze in Spanien hören. Muy bien. Bueno, vamos a los ejercicios. ¿Sí? En el documento de PDF tenéis la explicación y tenéis una hoja de ejercicios. ¿Ya? Los documentos de PDF del nivel A2, a partir de la lección 100, podéis comprar los documentos, los PDFs, en mi página web y también en la descripción del podcast tenéis los links, los enlaces, ¿ya? Podéis comprar hasta el nivel 100, hasta la lección, perdón, 175. Si queréis las lecciones de cada semana, si no queréis esperar, si queréis las lecciones de cada semana, podéis abonaros a mi online Bereich, ¿ya? Aquí tenéis todas las semanas los documentos de los podcasts actuales, ¿vale? Toda la información en la descripción, toda la información en mi página web www.spanishmitmaria.de. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio de la hoja de ejercicios, vamos a hacer una parte de un ejercicio. Vamos a poner unas oraciones que están en un tiempo que no es el futuro, las vamos a poner en futuro simple o perfecto, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿cuánto dura la película? ¿Cuánto dura la película? Das ist ein Satz, ¿no? Ganz normal, in presens. ¿Cuánto dura la película? Wie wäre, also, welche Futur muss ich nehmen, wenn ich das nicht so fragen möchte, sondern als Vermutung, als Annahme, ¿no? Hier habe ich, ¿cuánto dura la película? Also, wie lange dauert der Film? No? Aber wenn ich fragen möchte, wie lange wird der Film dauern? Oder wird wohl dauern? Was denkst du? Was vermutest du? No? Dann, wie wäre dann der Satz?
Das ist die Aufgabe. Ich hoffe, dass es klar ist. Dann machen wir es zusammen, dann klappt das schon und dann verstehen Sie schon, was ich meine. Ok, venga. ¿Cuánto dura la película? ¿En futuro? ¿Cuánto durará la película? ¿Cuánto dura la película? Wenn ich dich das frage, ¿no? Dann weiß ich, dass du das weißt, oder gehe ich davon aus, dass du das weißt, ¿no? Wenn ich sage, ¿cuánto durará? Dann stelle ich eine Vermutung, eine Annahme. Was denkst du, was glaubst du, wie lange wird das dauern? Ne? ¿Cuánto dura o cuánto durará la película? Das ist der Unterschied, ¿ya? Muy bien. Dos. ¿Dónde ha pasado tu hermano las vacaciones? ¿Dónde ha pasado tu hermano las vacaciones? ¿Con qué futuro la ponemos? ¿Dónde habrá pasado tu hermano las vacaciones? ¿Dónde habrá pasado? ¿No? Futuro 2. ¿Dónde habrá pasado tu hermano las vacaciones? Weil wir stellen eine Vermutung für die Vergangenheit. Wo hat wohl er den Urlaub verbracht? ¿Dónde habrá pasado las vacaciones? Wenn ich dich frage, ¿dónde ha pasado tu hermano las vacaciones? Dann gehe ich davon aus, dass du das weißt. Dann frage ich ganz normal. Aber wenn ich dich frage, ¿dónde habrá pasado tu hermano las vacaciones? Ja, dann gehe ich davon aus, dass du auch das nicht so ganz genau weißt, aber du hast eine Vermutung, du hast eine Ahnung, ¿no? Und danach frage ich. Otra más. ¿Ya han vendido los vecinos el coche? ¿Ya han vendido los vecinos el coche? ¿Ya habrán vendido los vecinos el coche? Was denkst du? ¿Ya habrán vendido los vecinos el coche? ¿Ya? Das ist, die sind, die Fragen, die sind ähnlich, aber eigentlich sind ganz anders. Ja, weil, ¿ya han vendido los vecinos el coche? Ist eine direkte Frage, ¿no? Ich denke, du weißt das und da erwarte ich eine Antwort. Wenn ich sage, ¿ya habrán vendido los vecinos el coche? ¿No? Ich fange so ein bisschen zu spinnen, mit mir auch selbst, so ein bisschen zu spekulieren. ¿Habrán vendido el coche o no lo habrán vendido? ¿No? Werden Sie schon, ja, das Auto schon wohl verkauft haben oder nicht? ¿No? Und dann frage ich dich, was denkst du? ¿Habrán vendido el coche o no? Ich hoffe, dass man ein bisschen versteht, was damit gemeint ist. Machen wir noch ein Beispiel. Auf jeden Fall, alle Aufgaben sind in der PDF-Datei mit der Antwort, mit der Lösung. Ja, da könnt ihr ein bisschen näher, ein bisschen tiefer alleine arbeiten, ja, und bearbeiten das Ganze. ¿Han echado Isabel del trabajo? ¿Han echado, echar a alguien? ¿Qué significa echar a alguien del trabajo? Enlace, ¿ya? ¿Ya han echado a Isabel del trabajo? ¿Con futuro? ¿Ya habrán echado a Isabel del trabajo? ¿Ya habrán echado a Isabel del trabajo? Muy bien. ¿No? Es una suposición en el pasado, ¿no? Ich frage, ¿ya habrán echado, ¿no? Werden Sie die Isabel schon wohl entlassen haben? ¿No? ¿Ya habrán echado a Isabel del trabajo? Muy bien. Muy bien. Pues, si queréis, podéis trabajar con el documento, ¿ya? Y podéis trabajar con los ejercicios detenidamente, por escrito, con atención, ¿no? Despacio. Tenéis las soluciones y también podéis, por supuesto, hacerme alguna pregunta por escrito. Si habéis comprado los documentos, podéis hacerme alguna pregunta. Muy bien, pues espero que os haya ayudado y nos hablamos, nos escuchamos, como siempre, muy pronto en la próxima lección. Adiós a todos, hasta la próxima.